Raumschiff Enterprise wird 55. Krass. Ich fand, Captain Kirk war der beste Captain. Ich mochte Uhura am liebsten. Was ist das für eine Taste? Ups. Cool. Schicke Haare. Was war denn deine Lieblingsfolge? Da, wo sich Spock verliebt hat. Ich kann mich erinnern, ja. Romantikerin. Und deine? Tempel des Apoll. Ja, was auch sonst? Ich war, weiß ich, 8, 9 Jahre höchstens gewesen und ich konnte es nicht fassen. Ja? Also da fliegt die Enterprise da so nichtsahnd im Orbit rum, um neue Welten und Zivilisationen zu erforschen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und dann BÄM! Oh, hast du einen Knall? Abonnier die Scheiße! Ja, also es war irre. Da kommt aus dem Nichts diese grüne Hand, packt die Enterprise und hält sie fest. Ja? Es war fix und fertig. Wie war das möglich? Ja? Also, dir ist schon klar, dass es eine Menschenhand ist, die durch einen schwarzen Vorhang greift. Ne? Also, das ist Pillepalle. Wortwitz. Ja, heute. Ja. Aber damals, ich war begeistert. Ja? Ich habe keine Folge mehr verpasst. Ich habe jeden Samstag entgegengefiebert. Ja? Und dann 10 Jahre nach der letzten Folge kommt der Kinofilm in die Kinos. Ja? Das war wie Weihnachten für mich. Das war richtig toll. Also ich merke schon, du bist ein richtiger Trekkie geworden. Ja, ja. Ich war sogar vor vielen Jahren, war ich mal auf so einer langen Star Trek Kinonacht im Kant-Kino in der Nähe vom Kudamm gewesen. Und da haben wir alle 7 damals Kinofilme hintereinander weggeguckt. Dann standen da an die 200 Leute nachts um 3 auf der Straße, verkleidet als Aliens in Raumschiff-Captain-Uniform und all sowas und haben dann dieses Space-Frühstück gegessen. Das waren so aus silbernen Beuteln und das hat das Kino uns zur Verfügung gestellt. Und da habe ich so einen richtigen schönen Blick dafür gekriegt. Das war richtig surreal gewesen, wie man mal sieht, wie groß und wie faszinierend diese Community eigentlich ist. Ja? Und jetzt wird Raumschiff Enterprise 55 Jahre alt, ja? Ich finde, das könnten wir feiern. Ja, auf jeden Fall. Danny, mach doch mal einen Drink. Ja, mache ich natürlich gerne für euch. Heute machen wir einen Cocktail ganz im Rahmen von Star Trek. Nennen ihn den roten Alarm. Dazu fügen wir Zitronensaft in den Shaker. Packen den ganzen Gin hinzu. Nehmen etwas Aprikobrandy oder Aprikosenlikör und vermischen das Ganze mit Maracuja-Saft, damit das nicht verschmutzt. Und dann wird das gefällt. Und nun kommt Grenadinensirup und dann wird daraus der rote Alarm. Bitteschön. Am 9. September wird Star Trek 55. Und zum Jubiläum gibt es die komplette Originalserie in 4K in einem limitierten Blu-ray-Steelbook. Und nicht nur das, auch die ersten 4 Kinofilme gibt es ab dem 9. September. Das war Crank für diese Woche zum 55. Geburtstag von Raumschiff Enterprise. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Liked uns, schreibt uns an diese Mailadresse eine kleine Nachricht und abonniert die Scheiße. Langes Leben und Frieden. Alexa. Roter Alarm. Roter Alarm.